So, meine lieben Sportfreunde, wir kommen zur Siegerehrung der vergangenen Woche. Die rote Laterne für den letzten Konkurs. Auch eine sehr schöne Geschichte. Wir sollten ja um 17 Uhr abschlagen und dann hat der Gewinner, hat genau in der Zeit, wo abgeschlagen wurde, noch eine Taube gekriegt. Die hat natürlich dann nicht, ist nicht konstatiert worden zu der exakten Zeit, wo sie kam, sondern erst nachdem die Uhr wieder da war und dann hatte sie draufgehalten und das hat am Ende die rote Laterne gebracht. Also man will damit sagen, man weiß nie, wofür es gut ist. Er hat mich auf dem Weg hierhin schon angesprochen, ich sollte ihm ja kein Mittel für die Zucht geben. Er bräuchte jetzt was, damit ich schneller werde, damit die rote Laterne nichts mehr anders kriegt. Und das habe ich auch getan. Rote Laterne diese Woche an Sportfreund Reinhard Meyer. Und dann gibt es einen 111. Konkurs. Ach, klar, da freut sich der eine über den Grip und der andere über den Eimer. Reichen wird es bei euch für ungefähr für ein Viertel des Bestandes? Für einen Tag. Für einen Tag. Du bist doch verrückt. Und den hat gewonnen die Schlaggewaltschaft Striegel Lippert. Dann gibt es natürlich auch einen ersten Konkurs. Der eine hat den schon im Ort gefeiert, der Festo war schon organisiert. Die Musik war schon bestellt, aber wie üblich kommt dann immer noch einer von hinten her und fischt ihn weg. Und das war in dieser Woche der Franz August Imore. Herzlichen Glückwunsch, freut mich, stelle ich hier auf und wie es sich gehört, wird die Züchterschaft entsprechend für dich singen. Vorsänger Hans, bitte. Mach mal Foto, lächeln. Genau. Seid ihr alle bereit? La, die erste Taube hier im Haus, die hat der August, drum gibt's Applaus. Den ersten Preis hat er gemacht, drum wird ne Flasche aufgemacht. Drum wird ne Flasche aufgemacht.